Ganz Europa feiert die Tat eines Mannes. Weltstädte liegen ihm zu Füßen und bereiten ihm begeisterte Empfänger. Es geht nicht um die Eroberung des Mondes, sondern ein deutscher Droschkenkutscher erobert Paris. Und die Herzen der Franzosen. Der Weg von Berlin nach Paris ist weiter als der Weg von der Erde zum Mond. Wenn Sie sich in das goldene Buch der Stadt eintragen wollen. Dieser Mann heißt Gustav Hartmann. Heinz Rühmann, der große Menschendarsteller, spielt die Rolle des ausgedienten Droschkenkutschers, den seine Familie nicht mehr für ernst nimmt. Was sagen Sie denn jetzt, deine Familie? Ja, nicht Sase. Zu Hause bin ich immer noch der Chef. Verstehst du? Nein, nein, nein. Familienvater, der nicht mehr verdient, nicht mehr vorstellt, was ist denn der zu Hause noch für einen Chef? Nun, er hat es Ihnen bewiesen. In Paris im Moulin Rouge. Papa als Casanova, natürlich will er uns bloß ärgern. Aua, das kratzt aber. Aber Mädchen, daran kannst du ja nicht früh genug gewöhnen. Achtung! Augen! Rechts! Der eiserne Gustav, ein neuer Kurt-Ulrich-Film im Europa-Verleih. Ein Film zwischen Weinen und Lachen. Mensch, eine mag 82 für den ganzen Tag. Die Leute sollten sich schämen. Und die Josephine Backe kriegt 1000 Mark pro Abend. Weil du eben so fein bist, dir nackig auszuziehen. Ne, kann's ja mal probieren. Oh, pardon. Ich war gerade beim Anziehen, als du reinkam. Ja, ich bin gerade gekommen. Naja, ihr heiratet ja bald. Aber Anni, du kannst doch noch nicht. Doch kannst du. Deine Mutter war auch nicht älter. Nee, wie die Zeit vergeht. Das Neueste vom eisernen Gustav. Gustav in Frankreich. Français, une petite leçon. Pour cette chose, on dit le pain. Ah, le pain. Le bon pain. Et pour ça, on dit le vin. Ah, le vin, le vin. Répétez le pain, le vin. Oui, le pain, oui, oui, le vin. Bien, monsieur. Bernhard Eichhorn schuf die Musik für diesen einmaligen Film, den Georg Hurdalek schrieb und inszenierte. Ach, eine Brosche. Kreuz, ein Herz und ein Anker. Ja, das bedeutet Glaube, Liebe und denkst du. Eine Meisterleistung von Heinz Rühmann. Richte man keine Verzierung ab. Mit Ansprachen bin ich bedient von höchster Herrschaften. Schönen Gruß an die alten Leute. Sie sollen sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und einen schönen Gruß an die jungen Leute. Sie sollen nicht jeden für einen Esel halten, der graue Haare hat. Der eiserne Gustav. Ein Film für Jung und Alt.